Okay, ich habe, glaube ich, den Glamerzo gerade unterbrochen. Ich dachte, ich könnte das aneinander ketten. So, dann hauen wir mal. Ja. Nächstes Mal. Da, los, ordentlich drauf. Auf geht's. Schön. Ist was los? Geht klar. Ich bin bereit. Okay. Nee, alles noch in Ordnung. Zeit. Ihr müsst mir Schwerter schaffen. Muss wohl was. Büter ist verletzt. Minsk. Büter nimmt Schaden. Muss wohl. Güter ist tot, Gott sei Dank. Wenn ihr es wollt. So. Nach dem Tod auch des letzten Balkins könnt ihr den bis das Recht des Balthrons betreten. Wer das tut, wird das entsprechend für immer zerstört. Ich warte. Ah, klingt nach einer guten Idee. Erst einmal aber Quicksave, Level Up, Zauber zuordnen, rasten. Und ja, wir haben den Schlechter. Oder den Wüter. Die Dienerin der Natur ist bereit. Besiegt. Stufe 1, 2, 3 gibt's Zauber. Okay. Ja, die Metallgestalt klingt gut. Stufenaufstieg. Den hätte ich auch öfter mal benutzen sollen, vielleicht in dem Kampf. Und eine Deva beschwören hätte ich auch ruhig können. Hier kann sie nichts Neues. Und hier... Sonnenstrahl. Wo ist das Planarrufen? Das da, oder? Die Deva. Hat sie nicht auch ein Planar gehabt? Oder ist das was Niedrigeres? Luftdiener. Ne, ich hätte schwören können, das wäre auch hier dabei gewesen. Dann gib mir mein Archottenschild bei ihr. Oder ist Planarrufen hier irgendwo dabei gewesen? Gisha und Jin beschwören. Na, egal. Schutzmantel. Für Notfälle. Da ist alles okay bei ihr. Bei Moen ebenso.
Ja. Du kannst jetzt neue. Auch wenn es nicht viel bringt, auf der Stufe noch was Neues zu können. Und du bist sowieso schon voll bis oben hin. Gut. Ja. Das heißt, wir können rasten. Estella ist guter Diener, oh ja. Können hier mal einen Zwischensave machen. LP 21N vor dem Ende? Fragezeichen. Na, okay. Machen wir es so. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Und dann gucken wir mal, was pa noch was passiert, wenn wir hier reingehen. Da gibt es heute wahrscheinlich. Ich möchte im Moment nicht verreisen. Hat Cespina uns vielleicht noch was zu sagen? Euer Wunsch ist mein Begehr. Cespina stolz, den Großen zu dienen. Cespina guter Butler, ja? Wollt ihr, dass ich euch glänzende mache? Oh, muss an. Okay, nichts. Nichts kann nicht sehen, was Was ist mit dir? Benötigt ihr erneut meinen starken Schwertarm? Er ist bereit, auf euer Geheiß zu töten. Tagebuch euer Schicksal wartet. Oh, das ist ein Bug. Okay. Ich war keine große Herausforderung. Nun gut. Dann lade ich hier lieber mal, dass der Bug verschwindet. Und dann machen wir noch einen kleinen Sneak Peek, was uns erwartet. Ja, ich bin bereit, das Ende ist nah. Ach, die kenne ich vom Cover und Als ihr von. diese Ebene des Abyss betretet, fällt euch sofort auf, wie fremdartig sich dieser Ort auf einmal anfühlt. Ein kalter Wind braust durch die Leere und scheint förmlich in eure Ohren zu schreien, dass ihr hier nicht willkommen seid. Mehrere seltsame, hochaufragende Strukturen hängen hier im Nichts. Sie werden von einer unbekannten Kraft gehalten. All eure Sinne als Unsterblicher sagen euch, dass sich die mächtige Essenz eures toten Vaters direkt hier in der Nähe befindet, und dass dieser Ort tatsächlich der Thron des Baal ist. Wie ich sehe, habt ihr am Ende doch noch euren Weg zum Thron des Baal gefunden. Ihr solltet jedoch wissen, dass ihr viel, viel zu spät. Ja, jetzt hat sie übrigens das Porträt, was auf der Thron des Balls CD ist, die ich habe, drauf ist. Und das ihr auch in den Thumbnails seht. Ja, das heißt, sie ist der Oberbösewicht jetzt endlich revealed. Vorher war es Irenicus, jetzt ist sie es. Dieser Teil des Abyss war einst eurem Vater eigen und hätte zumindest teilweise euch gehören können. Doch jetzt ist er mein. Zusammen mit allen Essenzen eines Gottes gehört dieser Ort nun mir. Ich kann schalten und walten, wie ich will. Zunächst einmal habt ihr etwas gestohlen, was euch nicht gehört, Melisande. Ich besitze nicht die gesamte Essenz des Baal. Ihr besitzt nicht die gesamte Essenz des Baal und ihr regiert hier nicht alleine. Ihr habt mich manipuliert, Heck, gierige Hexe, und dafür sollt ihr bezahlen. Ihr hättet treu zum Baal stehen sollen. Nur er könnte euch jetzt retten. Ich werde euch aufhalten, Minister, mit allem, was ich habe. Ja klar, jeder hat so einen Traum, Psychopath. Nehmen wir mal die 5. Ihr enttäuscht mich dafür, Lisa. So viel heiße Getöse, so viel unnötige Kraft. Es ist mir ein Rätsel, wie ihr es so weit geschafft habt, ohne vorher umzukommen. Aber auf längere
Sicht spielt es sowieso keine Rolle. Ihr habt mir gedient, so gut es ging. Nun wird es Zeit, für eure Essenz zu meiner Macht zurückzufinden. Hm. Muss wohl was anderes ausprobieren. Oh. Das Böse darf nicht weiter wuchern. Muss wohl was anderes ausprobieren. Euer Verhängnis! Nächstes Mal! Euer Verhängnis! Muss wohl was anderes ausprobieren. Sie ist ein bisschen nervig, aber... Ich sollte keine Zeit mit euch vergeuden. Noch muss ich die Essenzen der Wahl gut absorbieren. Und auf dieser Ebene gibt es mehr als genug Macht. Wenn ihr schlau seid, flieht ihr. Wenn ich mit den Essenzen fertig bin, werde ich keine Sekunde zögern, eure eigenen ebenfalls einzusammeln. Wisst ihr was? Wir bringen es jetzt zu Ende. Mal sehen, wie lange es dauert. Ich habe jetzt keine Lust, so kurz vor dem Ende aufzuhören. Okay, wir haben eine Verbindung zu der Plattform. Scheinbar gibt es drei Plattformen. Ich mache aber bei jeder Plattform sicherheitshalber einen Quicksave. Was ist das? Jan Sebin. Oh, die machen Lebenskraftentzug. Ja. Achso, da sind die solche. Ja. Was kann ich tun? Ich frage mich ernsthaft, ob ich hier rasten kann. Eingeschlagenen Weg von ganzem Nein, hier kann ich nicht rasten. Das Gute wurde aufrechterhalten. Wisst ihr, könnten wir nicht bitte eine kleine Rast an? Vita, Mortis, Ion! Schneidet den Zustrom ab und halte mäßig vorübergehend auf. Damit sind wir wieder am Anfang. Ich habe genügend Essenz gesammelt, um mit euch fertig zu werden. Ich werde nicht länger warten und euer armseliges Leben beenden. Macht euch bereit, euch euren Geschwistern anzuschließen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Nächstes Mal. Okay, sie benutzt Zeitstopp jetzt. Erdbeben auf Keldon. Okay. Gut, zum Glück habe ich einen Quicksave gemacht. Berjof Zan Bi, den Prinzen der Lüfte. Au! Ah. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr habt es so gewollt. Schon erledigt. Ich aber gerne. Ja.
Und ich hätte dran denken sollen, mehr von denen einzusacken.